Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Europa-Studio. Wir diskutieren heute über die größte Herausforderung für die Europäische Union und für die Menschen, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, Jobs. Aber lassen Sie mich wie immer zuerst die Teilnehmer dieser Runde vorstellen. Universitätsprofessor Tamás Bauer von Budapest. Sie waren bis vor kurzem an der Uni in Frankfurt und Sie hatten auch eine politische Vergangenheit als Abgeordneter der liberalen Partei SDS. Eva Twaroch brauchen wir unsere Zuschauer nicht extra vorzustellen. Sie erscheinen fast jeden Tag angesichts der Krise in Frankreich. Und es freut mich, dass Sie trotzdem den Weg zu uns gefunden haben. Frau Kollegin Octavia Brunner, Sie waren vor vielen Jahren bei uns, nicht so viel, aber doch. Und Sie arbeiten in Bozen und in Rom als Journalistin. Sie waren auch lange Jahre für den italienischen Rundfunk RAI tätig. Schließlich Professor Dr. Karl Eigenger, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung und Leiter eines angesehenen und aktiven internationalen Forschungsteams WWW for Europe, Welfare, Wealth and Work. Deshalb stelle ich vielleicht die erste Frage an Sie. Der Soziologe Ulrich Beck hat kürzlich in einer sehr leidenschaftlichen Diskussion mit Alain Finkielkraut aus Paris gesagt, dass eigentlich ist es unglaublich, dass Europa eine lächerliche Summe von 6 Milliarden Euro für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ausgibt, nachdem es sich die Rettung der Banken 700 Milliarden Euro kosten ließ. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Ist diese Gleichung falsch, verzerrt? Wie sehen Sie das? Ja, ich möchte einmal damit beginnen, dass das Europa ein Erfolgsmodell ist. Ich glaube, das müssen wir auch immer wiederum sagen. Also was wir hier geleistet haben oder was die Europäer geleistet haben in einem halben Jahrhundert, das ist großartig. Ein Friedensmodell, Mitglieder, 28, weitere 10 würden gerne in der einen oder anderen Form dazukommen. Also das ist schon einmal ein Erfolg. Dieses Modell ist in der Midlife-Crisis. Das heißt also, wir haben für die Vergangenheit sehr viele Strukturen, aber für die Zukunft die Strukturen nicht aufgebaut. Und dann kam die Finanzkrise, die nicht von Europa ausgegangen ist, aber Europa getroffen hat. Eben, weil die Strukturen in Europa sehr schwach aufgestellt waren und zu bewältigen sind. Und da mussten sehr viele Banken gerettet werden. Ich möchte jetzt die Summe nicht so gegeneinander spielen, 600 Milliarden, weil ohne Bankenrettung wäre das Wirtschaftssystem total zusammengebrochen. Wir wissen von der Weltwirtschaftskrise im vorigen Jahrhundert, dass es auch ein Minus von 10 und 20% geben kann. Wir sind also ohne großes Minus herausgekommen und sind jetzt, allerdings ist Europa auch jetzt, 5 Jahre nach der Finanzkrise, erst genau dort, wo es vor der Finanzkrise war. Es waren also 5 Jahre, in denen es keine neue Dynamik gegeben hat. Und jetzt wäre es gut, nachdem die Budgetkonsolidierung, ich möchte nicht sagen geschafft ist, aber ein bisschen auf Kurs ist, wiederum daran zu denken, wie man dieses Europa modernisiert. Es ist einiges geschehen. Europa ist sicherer geworden. Man sieht das an den Zinssätzen, die gleicher geworden sind. Man sieht, dass die Bankenunion ist aufgestellt. Jetzt ging es um Investitionen. Und da geht es nicht um 6 Milliarden, sondern da geht es um 100 Milliarden. Die Arbeitslosigkeit ist das größte Problem in Europa. Wir werden daran gemessen. Wir werden auch von der Jugend daran gemessen, ob wir es schaffen, die Jugend zu beschäftigen. Die Jugend steht dem Projekt Europa im Prinzip positiv gegenüber. Aber das bleibt nicht so, wenn dieses Projekt keine Beschäftigung schafft. Was ist der Grund dafür, dass auch so eine Massenjugendarbeitslosigkeit vor allem in Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien gibt? Ja, ein Grund ist die schwache Wirtschaftsentwicklung. Wenn die Wirtschaft schwach ist, dann gibt es Arbeitslosigkeit. Und wenn es Arbeitslosigkeit gibt, dann ist die Jugend besonders in verkarsteten Strukturen die als erstes den Arbeitsplatz verliert. Das gibt, wir nennen das Insider-Outsider-Vorteile, die einen Arbeitsplatz haben, womöglich mit einem hohen Gehalt. Die behalten ihn, weil sie auch die Macht dazu haben. Die Jugend, die hinein will, bekommt das nicht. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass in der Ausbildung der Jugend doch einiges vernachlässigt
haben. Es gibt sehr schwache Ausbildungsstrukturen, auch in Südeuropa, aber auch in anderen Ländern. Nicht so wie in Österreich, ein Lehrlingssystem, ein Berufsbildungssystem. Und hier wurde zu wenig getan. Es ist die unqualifizierte Beschäftigung, also die hier sehr hohe Arbeitslosenraten hat. Und es ist besonders im Süden das der Fall. Also hier muss ganz neu begonnen werden mit den Strukturen am Arbeitsmarkt, mit der Ausbildung, aber auch mit Betriebsgründungen und ich würde auch sagen mit Industriezonen, weil so einfach geht das nicht, wie es jetzt geht. Wir haben in diesen Ländern 25 bis 50% Jugendarbeitslosigkeit, je nachdem, wie man das misst. Und die Jugend sucht dann andere Konzepte. Die sagt dann nicht, das ist Europa so oder so, sondern die sagt dann radikale Konzepte. Entweder rechtsradikal oder linksradikal oder alles soll der Staat machen oder wir sperren die Ausländer raus. Also da gibt es dann die verschiedensten Reaktionen und die führen dann zum Zusammenbruch genau dessen, was wir in diesen 50 Jahren also erarbeitet haben. Frau Kollegin Twaroch, wie ist das eigentlich in Frankreich? Da ist der Hollande angetreten mit dem Plan, die Wirtschaft zu beleben, gegen die Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Laut Economist ist das 11%, aber ich glaube, es ist höher jetzt, die letzten Zahlen, und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist ein sehr brisantes Problem. Ja, also es ist nicht höher, es sind zwar die Zahlen gestiegen, aber es ist ungefähr noch dieser Prozentsatz. Ja, Hollande ist mit dem Versprechen angetreten, die Arbeitslosendynamik umzudrehen. Das heißt, es gab immer ansteigende Kurven und er hat den Franzosen das Wort gegeben. Er hat versprochen, unter meiner Präsidentschaft wird bis Ende 2013 diese Kurve sich umdrehen. Es wird nach unten gehen. Es ist ihm nicht gelungen. Und als zweites hat er gesagt, meine absolute Priorität ist die Jugend, womit wir wieder bei unserem Thema sind. Und er hat verschiedenste Maßnahmen gesetzt, um die Jugendbeschäftigung zu fördern. Vor allem gestützte Arbeitsplätze für Jugendliche, Ausbildungsmodelle. Das hat am Anfang gar nicht so schlecht funktioniert. Also im Laufe des letzten Jahres, 2013, ist die Anzahl der Jugendarbeitslosen wirklich zurückgegangen. Jetzt zeigt sich, dass dieses System eigentlich an seine Grenzen angekommen ist. Und nachdem einige 100.000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind, weniger als man erwartet hat, scheint jetzt Schluss zu sein. Und jetzt steigt die Jugendarbeitslosigkeit auch wieder in Frankreich. Das heißt, der Hollande ist da wirklich auch jetzt mit dem Nicht-Einhalten seines Wahlversprechens konfrontiert und versucht, die verschiedensten Möglichkeiten, um da herauszukommen, aber eigentlich gelingt es ihm absolut nicht. Wie ist Ihre, natürlich, wir machen keine Voraussagen, aber was für eine Wirkung wird das auf die zweite Runde der Wahlen heute in Frankreich haben? Ja, also es hat sicher schon eine sehr große Wirkung für die erste Runde gehabt. Und in Frankreich sagt man eigentlich, die erste Runde war jetzt wirklich sozusagen die Watsche für die Regierung. Es war wirklich dieses Protestvotum in erster Linie ausschlaggebend für das sehr schlechte Abschneiden der französischen Sozialisten. Und jetzt geht es in der zweiten Runde, die eben heute stattfindet, nur noch darum, wie groß das Ausmaß dieser Wahlkatastrophe für die französischen Sozialisten ist. Und selbst innerhalb der sozialistischen Partei ist man da eigentlich heute sehr, sehr pessimistisch. Wie ist das in Italien? Da ist jetzt ein neuer, junger, dynamischer Regierungschef. Kann er mit diesem ganzen Programm eine Wende erreichen? Wie schaut das in Italien? Also ich wünsche es ihm ganz herzlich. Aber ich glaube, er stößt gleich schon an seine Grenzen. Er ist schon an seine Grenzen gestoßen. Und das ist kein Wunder, weil einfach die Ausgangssituation so negativ ist, dass auch der beste Renzi keine Wunder wirken kann. Also bei 42% Jugendarbeitslosigkeit, und wenn wir das jetzt ein bisschen aufschlüsseln, sind zum Beispiel 2,2 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 15 und 29 Jahren, die sind zu Hause, ohne Arbeit und ohne Studium. Das kostet den italienischen Staat so etwas wie 30 Milliarden Euro, wenn wir denken, dass die arbeiten würden. Also eine große Verlustsumme. Dazu kommt, dass in Italien überhaupt die Arbeitslosigkeit grundsätzlich steigt und bei einem ständig sinkenden Bruttoinlandsprodukt. Also es muss etwas wachsen, wenn man auch die Jungen einbeziehen kann, soll. Und das passiert eben in Italien nicht. Renzi versucht auf seine Weise, er hat also jetzt einen Jobs Act versprochen, hat aber im Wesentlichen nur dafür gesorgt, dass die prekären Arbeitsverhältnisse der Jugendlichen noch ausgedehnt werden können. Das heißt, er kann einfach nichts anderes machen. Und um das zu finanzieren, muss er die Gebäude- und Immobiliensteuern wieder anheben. Also wenn Sie was für die Jugendlichen tun, dann müssen andere dafür bezahlen. Also das Verständnis dafür ist in Italien sehr gering.
Natürlich kommt dazu in Italien, dass die organisierte Kriminalität geradezu eine Konkurrenz darstellt für den Staat. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das Buch von Saviano gelesen haben, Gomorra. Da steht zum Beispiel, dass ein junger Mann, der Schmiere steht für Drogenhändler, kriegt im Monat 3.000 Euro bar auf die Hand. Ein Lehrling, der sich abrackern muss, kriegt, wenn es gut geht, 600 Euro. Und das ist eine echte Konkurrenz. Die Jugendlichen sehen im Staat und in der Demokratie überhaupt keinen Vorteil mehr, sondern sehen, das leichteste Geld kriegen wir, wenn wir für die arbeiten. Da gibt es diese Bewegung des Herrn Grillo, nicht? Gut, und der Herr Beppe Grillo ist mit sehr guten Vorsätzen eigentlich angetreten. Er hat zum Teil wirklich ganz gute Ideen gehabt, also dass er gesagt hat, bisschen wir müssen chaotisch. Die Staats... Aber er ist natürlich ein... Sagen wir, ein Komiker. Und noch dazu macht er alles per Online. Er hat seine Bewegung so gegründet mit dem Computer. Er löscht Leute, die ihm nicht passen, einfach aus dem Computer. Die Leute werden angestellt und ausgestellt, eigentlich per Knopfdruck. Und ein Problem ist einfach diese innerparteiliche Demokratie, die er nicht hat. Und natürlich auch das absolut systemfeindliche. Also es gibt mittlerweile ein Drittel von Parlamentariern, der Bewegung Grillo, die macht aber im Parlament nichts anderes, als die Arbeiten einfach nur zu blockieren. Es gibt nichts, wo diese jungen Menschen mitarbeiten. Sie blockieren. Das ist eine Protestbewegung. Herr Professor Bauer, wie ist das in Ungarn, die Arbeitslosigkeit? Die Zeitungen heute in Österreich bringen große Artikel. Am 6. April sind die Wahlen. Ist die Arbeitslosigkeit eigentlich stark gestiegen oder ist es der Regierung Orbán gelungen, das zu stabilisieren, die Lage? Erlauben Sie mir vor allem eine Ergänzung dazu, was der Herr Kollege gesagt hat. Zu Banken 600 Milliarden und Beschäftigung 6 Milliarden. Ich glaube, diese Gegenüberstellung ist grundsätzlich falsch, weil alles, was zur Rettung der Banken gegeben wurde, das alles dient der Rettung der Schuldner und der Rettung der künftigen Kreditkunden der Banken. Und mit dieser Vermittlung, das dient auch der Beschäftigung. Das dient der Aufrechterhaltung der bestehenden Beschäftigung und der Gründung, der Aufbau neuer Arbeitsplätze. So, diese Gegenüberstellung ist grundsätzlich falsch. Das wollte ich vorher sagen. Da ist ja ein Soziologe, der Beck, und das war ein Diskussion. Ja, aber das ist grundsätzlich missverstanden. Zweitens, in Ungarn und in ganzen Osteuropa ist das Problem der Beschäftigung doppelt so schwer wie im westlichen Europa. Einerseits, bei uns gilt das gleiche Problem wie im westlichen Teil von Europa, dass auch von uns, auch von Ungarn, von Tschechien, von der Slowakei und so weiter, es begann ein Prozess von Auswanderung von Arbeitsplätzen in Richtung Asien, in Richtung Schwellenländer, einerseits. Und zweitens, auch nach 25 Jahren haben wir das Grundproblem der Transformation. In Ostmitteleuropa noch nicht beseitigt, dass infolge des Zusammenbruchs des RGW, des Handelsmodells zwischen der Sowjetunion und den kleinen ostmitteleuropäischen Staaten, wenn dieser Handel, diese überentwickelte Schwerindustrie und Bauindustrie plötzlich zusammenbrach, und Millionen von Arbeitsplätzen von unqualifizierten Mitarbeitern einfach verschwanden. Nur in Ungarn, das waren mehr als 1 Million Arbeitsplätze von unqualifizierten Menschen. Damals, vor 20 Jahren. Damals. Ja. Und die Mehrheit dieser Menschen hat seitdem keinen Job gefunden. Das gleiche Problem besteht in der Slowakei, in Polen, noch mehr in Rumänien und in Bulgarien und in ex-jugoslawischen Staaten. So, wir haben diese Transformationsarbeitslosigkeit auf der einen Seite und diese neuartige Arbeitslosigkeit, die die gleiche Arbeitslosigkeit ist wie in lateinischen Ländern und Griechenland, im Süden Europas. Das haben wir bereits auch.
Und in dieser Hinsicht hat Ostmitteleuropa ein besonders schweres Problem. Es gibt überall Politiker, die versprechen, das Problem der Beschäftigung schnell zu lösen. Das hat Monsieur Hollande gemacht, das hat bei uns Herr Orbán gemacht und das macht man überall. Und das ist absolut falsch. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und davon muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die Träume von Vollbeschäftigung in Europa, was vor einigen Jahren in Lissabon die Sozialistische Internationale versprach, das ist absolut unsinnig. Das wird in den kommenden Jahrzehnten nicht kommen. Was für China, Indien, Vietnam und so weiter der Beginn eines neuen Ära mit hunderte Millionen neuer industriellen Arbeitsplätze bedeutet, das bedeutet bei uns in Europa die Auswanderung von Arbeitsplätzen. Für Unqualifizierte gibt es bei uns keine Arbeitsplätze mehr, für wenig Qualifizierte auch kaum. Das bedeutet ein ganz neues Problem für ganzes Europa und besonders für Süd- und Ostmitteleuropa. Wie ist das eigentlich? In Österreich und auch in Deutschland wird natürlich die Regierung und die Wirtschaftspolitik zu Recht von der einen Seite kritisiert und auch von den Medien. Wie ist das zu erklären, dass in Deutschland und auch in Österreich die Jugendarbeitslosigkeit verglichen mit den Krisenländern so niedrig ist? Sind die frisierten Zahlen oder hat man hier wirklich einige, sagen wir, gute Beispiele dafür, wie man dieses Problem anpacken kann? Ja, ich glaube, das hat verschiedene Dimensionen. Erstens einmal entwickelt sich die österreichische Wirtschaft in den letzten 12 Jahren jedes einzelne Jahr günstiger als die westeuropäische Wirtschaft. Das heißt, wir haben einen Wachstumsbonus und damit ist der Druck auf das Beschäftigungssystem nicht so stark. Trotzdem stimmt, dass der Abbau der europäischen Arbeitslosigkeit ein ganz schwieriges Projekt ist. Ich glaube allerdings, bin nicht so pessimistisch, dass es nicht geschehen kann. Wenn es uns gelingt, das amerikanische Wachstumstempo zu haben statt des europäischen Wachstumstempos, dann verringert sich die Arbeitslosigkeit ganz automatisch. Das Jugendarbeitslosigkeitsproblem selbst ist ganz eindeutig darauf zurückzuführen, wie wir die Jugendlichen behandeln. Ob wir sie in ein Ausbildungssystem geben, ob wir das große Projekt ist jetzt eine Jugendbeschäftigungsgarantie, die heißt entweder sie finden einen Arbeitsplatz oder sie befinden einen Ausbildungsplatz, ein System, das wir in Österreich schon haben. Das kostet nach Berechnung an meines Kollegen Matterbauers von der Arbeiterkammer, also 60 Milliarden Euro in 5 Jahren. Also das ist pro Jahr nicht so viel. Für ganz Europa. Für ganz Europa würde allein diese eine Maßnahme 60 Milliarden Euro kosten in 5 Jahren. Also das wäre finanzierbar. Und Europa macht sehr viele Sachen falsch. Also jetzt haben wir die Bankenrettung verteidigt. Aber die Art der Bankrettung war falsch. In den USA sind viele Banken in Konkurs geschickt worden. In Europa zögert man immer wieder, um das zu machen. Jetzt möchte ich auch nicht sagen, vor 5 Jahren hätte ich auch nicht gerne eine Bank in Konkurs geschickt. Lehman-Moment und so. Aber die Umstrukturierung des Banken- und Finanzsystems in Europa nicht passiert. Und Europa gibt sehr viel Geld für sehr unsinnige Sachen aus. Also ich möchte mit ein paar Beispielen beginnen. Wir haben in Europa viel höhere Subventionen für fossile Energie als für erneuerbare Energie. Beginnt mit dem Sprit von Flugzeugen, beginnt mit Subventionen für Pendler auch des Mittelstandes und der höheren Einkommen, wenn sie nur weit genug mit dem Auto fahren. Und das zieht sich hier sehr stark durch. Wir haben 28 Militärsysteme in Europa, die alle sehr fossile Systeme sind. Sie sind für Sachen gemacht, die es heute nicht mehr gibt. Einen internen Konflikt mit dem Nachbarn. Also Slowenien uns den Krieg erklärt, dann müssen wir das verteidigen. Und diese 800 Systeme sind 30 Milliarden Einsparungsvorschläge, untere Grenze möglich. Und wenn ich an Frankreich, Frau Kollegin, denke, Frankreich gibt wesentlich mehr aus fürs Militär als für Forschung. Ist der Herr Professor Eichinger vor der Krise um die Krim und alle diese Dinge, dann sagen die Amerikaner, die Europäer sollen mehr
Für die Rüstung ausgeben. Also bitte nicht mit dem Beispiel der Krim, da hätte das österreichische Bundesjahr nichts gemacht, also wenn es dort eng... Nein, nein, die, aber wenn Sie das französische Budget ansprechen, Mali, Zentralafrika, es gibt relativ zahlreiche aber Beispiele aber wir haben 28 verschiedene Systeme und wenn Sie diese Systeme sehen, die machen nicht im Prinzip Auslandseinsätze, sondern die haben also in Österreich 3 Militärspitäler, wahrscheinlich sind es europaweit 100, für die vielen Militäropfer, die es da gibt. Wir haben also 100 Kasernen in Österreich, also, die teilweise nicht renoviert werden, weil sie so zusammenfallen und Ähnliches. Also es wird nicht auf die Zukunft gemacht, sondern es wird auf die Vergangenheit gemacht. Und gerade die Länder mit den größten Problemen und das größte Militärsystem. Also Griechenland hat die höchsten Militärausgaben in Europa. Und prozentuell. Und wie Griechenland sie reduzieren wollte, hat Deutschland und Frankreich gesagt, dann bekommen sie kein Geld. Nein, aber ich möchte jetzt sicher nicht die Lanze dafür brechen, dass Frankreich mehr Geld in die Verteidigung investiert als in die Forschung, weil das sollte auch überhaupt nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber trotzdem zeigt die jüngere Vergangenheit, gerade in der französischen Außenpolitik, dass es wichtig war, dass Frankreich genau diese militärischen Mittel hat. Ich sage noch einmal, es gibt vernünftige Sachen, die ein Verteidigungssystem machen soll, aber die 28 Systeme sind dafür nicht ausgebildet. Nichts, was in Österreich ausgebildet wird, ist dafür geeignet über diese neuen Fälle, um die es geht. Also Friedensschluss in Afrika oder Ähnliches. Also das darf man nicht jetzt als Anlass nehmen, wenn irgendwo eine Krise ist, zu sagen, also wir behandeln diese Probleme. Aber wir können uns auch ruhig auch beginnen mit den, warum es Subventionen für fossile Brennstoffe gibt. Also da ist so viel an Mitteln. Wir können auch Landwirtschaft weitermachen. Also wir forcieren Flächen. Aber wenn wir bei der Jugendarbeitslosigkeit sind, müsste da eigentlich nicht auch der europäische Ansatz so sein, dass wir jetzt einmal versuchen, da auch die Systeme ein bisschen einander anzugleichen. Wenn man sich ansieht, also die Franzosen haben zum Beispiel mit sehr viel Interesse das österreichische Modell der dualen Ausbildung sich angesehen, aber sind meilenweit davon entfernt, so etwas umsetzen zu können, aus den verschiedensten Gründen und auch aus gesellschaftspolitischen Gründen, die Jahrzehnte, fast Jahrhunderte alt sind. Die Ausbildung sozusagen, die Lehre hat überhaupt keinen Stand in Frankreich. Das heißt, das ist nach wie vor etwas, was man eigentlich einem Kind nicht empfehlen würde. Das heißt, da muss auch so viel Umdenken passieren. Auch jedes Land hat da einen so anderen Background, dass man da wohl wahrscheinlich zuerst einmal auch vereinheitlichen müsste, um dann gemeinsam als europäische Kraft aktiv werden zu können. Es geht nur um das Ausmaß des Geldes, das man dafür verwendet. Und das war der Punkt, warum ich das gebracht habe. Also wenn ich sage, wir brauchen 60 Milliarden für die Jugendarbeitslosigkeit, höre ich sofort, das Geld ist nicht vorhanden. Und ich habe jetzt Geldmittel genannt, die wesentlich größer sind. Ich möchte dann gar nicht davon sprechen, dass es eine Finanztransaktionssteuer geben könnte, bei der also ebenfalls ein Geld hereinkommen könnte, wo auch wiederum Frankreich also sehr stark also auf der Bremse steht. Also, und das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Damit könnte man den Faktor Arbeit entschieden entlasten und Unternehmensgründungen, für die Jungen sind Unternehmensgründungen auch sehr wichtig. Aber wie ist das mit diese Vorschläge müssen ausgeführt werden und wie reagieren die Politiker bei Ihnen in Italien? Der Neue Hoffnung hat ausgeschrieben, nicht 150 Autos. Ach werden, ja, aber das sind rein symbolische. Aber das sind, ja, aber das, sind das ist Augenauswischer. Das ist ein Signal, ja, das ist absolute Augenauswischer, aber ein Signal. Wir sagen, die Kaste muss abgebaut werden. In Italien gibt es ja praktisch fast 1000 Parlamentarier und die ganze Stadt Rom ist ein einziges Bürogebäude, das kostet. Deswegen unbedingt die Kaste abbauen und diese Dienstautos sind so ein bisschen symbolisch. Ja. Ich glaube, dass wirklich wichtig ist, was Sie gesagt haben, nämlich, dass es keine Vollbeschäftigung mehr geben wird. Und dass wir vielleicht oft in unserem Alter ganz eine andere Denkungsart haben als die jungen Menschen. Weil die jungen Menschen, also ich habe mich kürzlich beschäftigt mit der berühmten Generation Y, das sind also die Jugendlichen, die 1992 geboren sind und die ganz eine andere Vorstellung haben von, wie sie arbeiten möchten. Die wollen auch gar keine Vollbeschäftigung. Das sind die Leute, die schon die Konzernchefs zur Verzweiflung bringen, weil sie auch gar keine Lust haben, Top-Manager zu werden, so begabt sie auch sind. Das sind die Jungen, die sagen, ich will für Freunde und Familie Zeit haben. Also die lassen sich nicht mehr in unser Produktionsmodell so leicht einschließen. Und das würde dem gut entsprechen, dass die Vollbeschäftigung gar nicht mehr möglich ist, dass die Jugend selber uns Signale schickt, dass sie vielleicht nicht mehr
Tag und Nacht arbeiten will, so wie wir das noch gewohnt waren nach dem Krieg, so wie wir jetzt ja immer noch produzieren, als ob wir nach dem Krieg alles zertrümmert, alles aufbauen müssten, nur viel produzieren, das ist das, nur viel konsumieren. Ich glaube, das wird dann selbst zu irgendwelchen guten Wegen führen und die Jugend signalisiert das. Ich glaube, wir müssen da ansetzen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass diese Generation will hier ein bisschen Geld verdienen, dort ein bisschen Geld verdienen. Aber die sind gewöhnt auch eine Art, was für uns eine unerträgbare Unsicherheit bedeuten würde. Aber für diese neue Generation, das wird selbstverständlich sein. Genau. Wie ist das, spielt eine Rolle auch natürlich die Migration und die Auswanderung, die Mobilität. Ich glaube, Ungarn ist auch ein Beispiel. Ja, im ganzen oder im fast ganzen Osteuropa und Ostmitteleuropa gab es Wellen von Auswanderung. Ganz viel aus Russland, aus der Ukraine in den letzten 25 Jahren. Ganz stark seit langem in Polen. Nach der Wende, es begann massenweise aus Rumänien, aus Bulgarien und aus den baltischen Staaten auch. Es gab zwei Staaten, Ungarn oder Tschechien und Ungarn, wo die Bevölkerung das bisher nicht gemacht hat. Und die letzten etwa 4-5 Jahre bedeuteten, dass diese Epidemie auch Ungarn erreicht hat, dass in den letzten Jahren mehr Menschen haben Ungarn verlassen als nach dem Niederschlag des Aufstands in 1956. Mehrere Hunderttausende haben Ungarn verlassen. Jetzt ist Tschechien das Einzige, wo es nicht passiert. Und das sind aus Rumänien und Bulgarien, das waren auch unqualifizierte Menschen, die in Spanien, in Italien frei arbeiten, auch Albaner. Aus Ungarn, da sind überwiegend hochqualifizierte Menschen, die in Ungarn keine Perspektive mehr sehen und ganz gute Jobs für sich im westlichen Europa sehr viele finden können. Ärzte. Viele Ärzte, viele Ingenieure. In Italien genau das Gleiche. Wir haben dreistellige Zahlen von Abwanderung hoch ausgebildeter Akademiker, die in Italien keine Arbeit finden und die im Ausland super Karrieren machen. Ich sage immer, die Italiener sind ja besonders geschickt, weil die müssen mit so viel Bürokratie kämpfen im eigenen Land und so spitzfindig sein, dass wenn die in ein normales Land kommen, sind sie doppelt so schnell und so gut und so schlau. Die machen fast immer wirklich tolle Karrieren. Aber Italien selbst verliert seine Zukunft auf diese Art und Weise. Aber Italien ist die drittgrößte Wirtschaft, nicht? In der EU. Ja, sagt man. Ich hätte da jetzt meine Zweifel. Ja. Ich würde nur gerne kurz anschließen, was Sie vorhin gesagt haben, dass die heutige Jugend sozusagen andere Ansprüche auch an die Arbeitswelt hat oder an ihre Tätigkeitsbereiche. Ich glaube, man muss noch ein anderes Element auch dazu sich ansehen, um auf Frankreich zurückzukommen. Ja. Die höchste Jugendarbeitslosigkeit gibt es in den Vorstädten, das heißt in den Banlieues, dort, wo sozial sehr schwache Kategorien leben. Und da ist es jetzt oft so, dass diese heranwachsenden Jugendlichen weder ihren Vater noch ihren Großvater arbeiten gesehen haben. Ah ja, genau. Das heißt, dort ist die Arbeitslosigkeit strukturell schon so groß und so tief, dass es hier einfach sozusagen das Schlagwort der Jugend ohne Zukunft ist für sie etwas völlig Integriertes. Sie sagen, ich habe sowieso keine Chance. Und was Sie vorhin von der italienischen Mafia erzählt haben, so ist die Situation in Marseille. Ja. Da bekommt jeder Aufpasser mehr, als er bei einem kleinen Job verdienen würde. Aber ich glaube trotzdem, dieses soziale Umfeld, das dazu geführt hat, dass man den Jugendlichen auch schon seit Generationen, beziehungsweise Menschen seit Generationen, die Hoffnung auf einen Arbeitsplatz genommen hat, führt auch zu einer Stimmung, die es dann schwer macht, zu motivieren oder zu fördern. Ja, aber ich möchte schon protestieren, bevor wir sagen, wir müssen mit der Arbeitslosigkeit leben, möchte ich sagen, also man kann einiges dazu machen, um sie ganz substanziell zu senken. Und unsere Gesellschaft wird auch daran gemessen werden, ob sie das schafft. Und auch die Jugend will gar keine Arbeit, also so bitte, sie will schon eine andere Form der Arbeit und insbesondere die intellektuellere und reichere Jugend möchte, also dieses selbstbestimmte Arbeiten. Die Leute in den Banlieues wollen das nicht. Also, sie haben nur keine Hoffnung mehr. Also als erstes wollen diejenigen, die heute arbeitslos sind und deren Eltern ebenfalls arbeitslos waren, eine Beschäftigung, damit sie sich ernähren können. Und dazu sind sie bereit, fast jede Arbeit anzunehmen und suchen nicht eine besonders selbstbestimmte Arbeit. Also wir müssen das auseinanderhalten. Wir wollen auch nicht
ein Europa, das in 20 Jahren so ist wie heute. Wir wollen nicht dasselbe Wachstum haben, das Wachstum soll qualitativ sein. Wir sollen also einen höheren Stellenwert für die Umwelt haben und wir haben so eine neue soziale Systeme haben. Also in dem Sinn, das ist ja auch der Sinn unseres Projektes, eine neue Pfad der Dynamik für Europa, das muss anders sein. Aber ohne dass das Jugendarbeitslosenproblem gelöst wird, geht es nicht. Und hier ist meine These, es wird so viel Geld für Sachen ausgegeben, die nicht notwendig sind. Wenn man das ausgibt zum Training der Jugend, die durchaus anders sein können, da haben Sie vollkommen recht, dass also eine Arbeitsmarktverwaltung in Österreich und in Frankreich nicht gleich ausschauen kann. Aber es muss eben auch Frankreich in der Politik einen ganz hohen Stellenwert bringen. Wie können wir die Jugend besser ausbilden und sie dann integrieren in den Prozess? Wenn das Frankreich nicht schafft, braucht sich gar nicht überlegen, ob es in Afrika eingreift oder nicht, weil dann brauchen sie also die Sicherheitskräfte intern. Also das ist das Problem. Und das ist mein Punkt. Also man kann, glaube ich, ohne Steuererhöhungen, zumindest ohne Steuererhöhungen für die Faktor Arbeit, sogar Senkungen könnte man hier machen, und auch für Unternehmungen, das Geld bekommen durch Umschichtung der derzeitigen Ausgaben. Das ist notwendig. In Europa gibt der Staat 50% seiner Wirtschaftsleistung für öffentliche Ausgaben. Aus. Und wenn man das nicht umstrukturieren kann, dann hat der Staat... Aber diesen Weg versucht der Hollande jetzt einzuschlagen, mit einer weit angebotsorientierteren Politik, mit dem Versuch, den Unternehmen es zu erleichtern, weniger Abgaben, weniger Steuern. Die Bevölkerung hat ihm dafür jetzt sofort bei den Wahlen eine aufgelegt. Sie haben gesagt, unsere Sozialisten sind viel zu unternehmerfreundlich und kümmern sich nicht um die Arbeiter und Angestellten. Aber wenn man in eines Jahres einen Kurswechsel macht, hat man es immer schwieriger. Aber wenn er von vornherein einen Kurs dieser Weise, die Merkel gewinnt, eine Wahl nach den anderen. Also es ist nicht so, dass man nicht mit einem Konzept für ein Wachstum, geringe Beschäftigung, also hier auch in Europa Wahlen gewinnen kann. Aber da ist eine Frage natürlich, vor allem wegen der Jugendarbeitslosigkeit, gibt Auftrieb den radikalen, populistischen, rechtsradikalen Gruppen in Ungarn, in Frankreich. Ja. Gerade das wollte ich sagen, dass einerseits auf der alten Art von Vollbeschäftigung als Traum muss man verzichten, aber auf neuen Wege der Integration in die Gesellschaft darf man nie verzichten. Und weil der Zerfall der alten Art von fastvollen Beschäftigung ist eine Tatsache. Und das führt zur Verbreitung von rechtsradikalen und manchmal linksradikalen, aber überwiegend rechtsradikalen Strömungen im ganzen Europa, auch bei uns in Ungarn, auch in der Slowakei und auch in Polen und überall und auch im traditionellen Westen, in Frankreich und anderswo. Und bei der Jugendlichen haben diese rechtsradikalen Ideen eine gewisse Popularität, eine wachsende Popularität. Und deshalb muss Europa und die politische Klasse aller zivilisierten Länder sich bemühen, eine neuartige Integration dieser Menschen in die Gesellschaft zu erreichen. Wie gefährlich sind diese rechtsradikale oder populistische in Frankreich? Hat diese Bewegung ein neues Gesicht, nicht nur geschlechtlich, dass der Tochter von Le Pen ist jetzt eben die Führerin dieser Bewegung und sie versucht auch gewisse Antisemitismus, Absage an gewissen Sachen. Wie weit kann man diese Wandlung glauben? Naja, was interessant ist, Marine Le Pen verfolgt eine völlig andere Strategie als ihr Vater. Ihr Vater hat lokale und regionale Wahlen eigentlich immer links liegen gelassen als minderwertige Wahlen, die ihn eigentlich bei seinem großen Ziel nicht wirklich interessieren, nämlich einmal französischer Präsident zu werden. Seine Tochter Marine Le Pen setzt jetzt darauf, die Nationale Front landesweit, lokal, regional sozusagen wirklich festzusetzen. Da kann sie sich auf relativ wenige lokale Parteifunktionäre bisher stützen und diese jetzigen Kommunalwahlen, wo wir heute den zweiten Durchgang haben, die zeigen, dass es ihr erstmals schrittweise gelingt. Dass es ihr gelingt, Fuß zu fassen im Land. Das heißt, sie hat eine völlig andere Strategie. Sie will vom Land her sozusagen
von den einzelnen Städten, Gemeinden, Regionen Frankreich erobern, um es sozusagen. Und um das zu schaffen, muss sie auch in einem sehr frontalen und sehr direkten Wahlkampf, weil bei Bürgermeisterwahlen, da spricht ja der Kandidat wirklich zu der Bevölkerung, mehr noch als bei landesweiten Wahlen, wo vieles über die Medien nur läuft, da präsentiert sie sich jetzt um vieles sanfter, würde ich einmal sagen. Besonders auffällig war das jetzt in den letzten Tagen und Wochen in der Kulturdebatte. Unter anderem deswegen, weil in Avignon, der Kulturstadt Avignon, wo es ja den berühmten Festival d'Avignon gibt, liegt nach dem ersten Durchgang sehr weit vorne ein Front National-Kandidat. Und der neue Direktor des Theaterfestivals, Olivier Py, ein wirklich anerkannter Dramaturg, hat gesagt, dann gehe ich, beziehungsweise wir müssen alle gehen oder ich, zumindest ich allein werde gehen. Weil man sich daran erinnert, wie die Nationale Front drei Städte regiert hat, wurden damals Bibliotheken ausgeräumt, es wurden Kulturorganisationen ausgehungert oder gar geschlossen. Subventionen gab es nur für die, die dem Bürgermeister gut gestanden sind. Und man weiß, gerade in der Kultur sind sie sehr aktiv. Marine Le Pen sagt jetzt alles, nein, nein, das wird jetzt alles ganz, ganz anders. Wir werden nichts wegstreichen, aber wir werden ergänzen. Also sie versucht es zumindest thematisch um vieles sanfter. Gewisse Ausrutscher, die keine waren, weil es bewusste Erklärungen waren, aber Entgleitungen, schwere politische Verfehlungen ihres Vaters, das passiert ihr nicht. Und mit dieser Politik schafft sie es ganz gut zu begeistern, wobei Thema Arbeitslosigkeit, also dazu sagt sie eigentlich so gut wie gar nichts. Also wie man Arbeitsplätze schaffen könnte, also diese wirklichen Wirtschaftsfragen kommen eigentlich in dem Programm nicht vor, was sehr interessant ist, weil ihre Partei wird gewählt aus Unmut über die Wirtschaftskrise. Das ist schon ein gewisser Gegensatz. Das sind der Wahlverhalten, der hängt nicht immer zusammen mit den Versprechungen. Ja, zumindest wenn man die Wirtschaftsprobleme nicht lösen kann, dann flieht man in philosophische oder in politische. Das ist ja die Parteienlandschaft, ist in allen Ländern im Umbruch, also in Griechenland, in Italien, auch in Österreich, das ist der Fall. Und da gibt es immer wiederum neue Ansätze und ich bin ein Optimist. Ich glaube, mit der Zeit wird es zu einer vernünftigeren Politik kommen und auch auf europäischer Ebene. Ich habe jetzt schon viel gesagt, was nicht funktioniert, aber Europa ist heute sicherer als vor 3 Jahren. Ja, der Euro ist stärker als vor 3 Jahren und es sind einige Reformen geschehen. Was noch fehlt, ist jetzt der Wachstumsfokus und der Beschäftigungsfokus, wobei ich schon gesagt habe, es muss ein anderes Wachstum sein. Aber wie ist das, diese konkreten Vorschläge, die Sie auch in ihrem Bericht oder Brief an Rompuy gemacht haben, von diesem Forschungsteam, was sie leiten. Wie weit ist diese Europäische Union in der derzeitigen Struktur zwischen Rat, Kommission und ein Parlament, das möchte mehr Macht haben? Wie kann man hier erstens, und meine zweite Frage, wie kann man das erreichen, dass bessere Leute und nicht, sagen wir, die schon eine Wahl verloren haben oder interne Machtkampf, bessere kommen hin. Es gilt natürlich für die Nationalregierungen auch. Aber was Sie vorschlagen, das ist eigentlich sinnvoll. Aber dazu braucht man Leute, die Perspektive haben und Mut. Ja, also ich glaube, man kann ein bisschen etwas als Wissenschaft auch machen. Und wir haben also bei diesem Brief, den Sie erwähnt haben, gesagt, also die Europäische Kommission soll, wenn sie feststellt, dass sie alle Ziele für 2020 verfehlt hat, nämlich das Beschäftigungsziel, das Forschungsziel, soll es wenigstens dann in die Vorgaben für die nationalen Programme hineinschreiben, dass jedes Land einen Weg sucht, wie es ein Viertel des Defizits, der jetzt notariell festgestellt ist, lösen kann. Und ich glaube, das war der Vorschlag für heuer. Und es ist ja nicht so, dass sich nichts tut. Also wir haben jetzt ein Jugendbeschäftigungsprogramm, es ist um eine Zehnerpotenz zu gering, aber es wird daran gearbeitet und auch das Problem mit der Kommission. Also es werden jetzt, der nächste Kommissionspräsident wird nicht mehr nach dem Kriterium ausgesucht, aus einem möglichst kleinen Land ein möglichst wirkungsloser Politiker zu sein, sondern jetzt weiß man die 2, 3, 4 Kandidaten. Dass die beiden Kandidaten der großen Parteien also 60er sind, ja, und also einiges am Buckel haben,
das ist vielleicht eines, aber dann sind schon Kandidaten, also, die schon um die 30, 40 sind. Also auch hier ein kleiner Schritt ist getan zur größeren Verantwortung und zur größeren Demokratisierung. Der nächste Präsident der Kommission hat eine gewisse Verpflichtung dem europäischen Wähler gegenüber, weil er von diesem gewählt wurde. Das ist noch nicht die Lösung aller. Dann muss noch die Kommission richtig ausgesucht werden, nicht nach den Kriterien, also wer geht im Land am wenigsten ab und muss versorgt werden, sondern das ist der nächste Schritt, die besten Köpfe sich da auszusuchen. Da wäre ich eben zum Beispiel dafür, dass jedes Land nicht einen Kommissar vorschlägt, sondern fünf Namen gibt und der Kommissionspräsident sich aussuchen kann, welcher der fünf es aber ist. Aber in Wirklichkeit werden doch die Weichen von den nationalen Regierungen. Das ist es ja. Das ist das Problem. Eigentlich ist ja, wenn so eine Krise ist, oder eben auch in Frankreich sieht man das, finde ich, sehr deutlich, ist eigentlich immer ein Ruf zu fast weniger Europa, weil man sagt, wir müssen das jetzt einmal im Land lösen. Auch weil man auch sieht, wie schwer es ist, dass von Europa aus in irgendeiner Weise ein Impuls kommt. Das war aber im Krisentiefpunkt nicht der Fall. Im Krisentiefpunkt hat Europa und sogar weltweite Koordination in der Politik stattgefunden. Ja, wie es dann wieder besser geworden ist, ist man zurückgegangen. Jetzt ist man wieder zurückgegangen. Ja, und die Frage ist aber auch an Sie, müsste es eigentlich nicht heißen mehr Europa, aber sehr viel mehr Europa. Denn allein, wenn man sich anschaut, gerade Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatz, Arbeitsmarktpolitik. Die Systeme sind dermaßen unterschiedlich. Wenn man sich ansieht, wie rigide das Arbeitsmarktsystem in Frankreich ist, das überlegt sich ein Unternehmer 7-mal, bevor er einen anstellt, weil er ihn nie wieder loswerden wird. Wenn man sich ansieht, wie hoch die Lohnnebenkosten in Frankreich sind, wie gering die Wettbewerbsfähigkeit etabliert in Statistiken in Frankreich ist, da gibt es ja so große nationale Unterschiede, inwieweit kann Europa da überhaupt sozusagen als gemeinsame Kraft darüber dann für alle Entscheidungen treffen. Das ist ja in der jetzigen Situation kaum realistisch. Ja, im Prinzip braucht man mehr Europa, glaube ich. Und das ist auch ein Verständnis dafür, dass wir mehr Regeln, europäische Regeln brauchen. Aber sie müssen auch dann einfacher sein oder sie dürfen nicht so sehr ins Detail gehen. Wir haben zurzeit sehr viel detaillierte Regelungen, die kommen. Eine neue Überbürokratisierung kommt aus Europa zur Bürokratisierung der Länder dazu. Sondern es muss einfacher sein. Weil wenn eine Bankenregulierung zuerst einmal ein Werk braucht, Basel, das 500 Seiten hat, bis man es lesen kann und dann trotzdem die Banken machen können, was sie wollen und ihre Lobbying-Tätigkeit stärker ist als die Ergebnisse von 500 Seiten Regulierungen, dann ist hier etwas ist falsch. Ist da aber nicht die Gefahr, was Sie ja erwähnt haben, das ist ein löblicher Ziel, dass die Renationalisierung, ich weiß nicht, ich glaube, Ungarn ist auch ein Beispiel und wir haben jetzt... Was in Ungarn passiert, ist ganz einzigartig. Diese allgemeine Re-Verstaatlichungsprozess, das macht ein Wirtschaftsnationalist, der an alle ausländische Firmen oder viele ausländische Firmen angreift und versucht, alles zurückzuerobern. So etwas passiert anderswo bisher nicht. Der Wesen dieses Kurses ist nicht mehr Europa, sondern viel weniger Europa. Das ist das Wesen der urbanischen Politik. Zum Beispiel ein anderer, die beiden Nachbarn, wo es gibt auch ein bisschen populistische Tendenzen, wie Fico's Slowakei oder Viktor Pontas Rumänien. Ja, die sind auch ein bisschen Populisten, aber die sind pro-europäischen Populisten. Und Orbán ist ein anti-europäischer Populist. Und das ist ein riesiger Unterschied. Aber es sieht anscheinend, die Umfragen zeigen, dass er möglicherweise... Ja, das ist wahr. Populisten haben immer Erfolge oder viel häufiger Erfolge für eine gewisse Zeit. So hat auch Fico und so hat auch Ponta Erfolge gehabt. Und die Frage ist nur, wie weit, wie tief die Frustration der Bevölkerung nach diesen 25 Jahren seit der Wende gibt ein Anreiz an Populismus, gibt unterstützt Populismus, was die heutigen oder gestrigen Ergebnisse in der Slowakei beweisen, dass das ist eingeschränkt. Das ist vielleicht für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, dass es geht darum, dass der
regierende Ministerpräsident wollte Präsident werden und aus welchem Grund immer. Und ein absoluter, Anführungszeichen, politischer Niemand, ein Industrieller oder ein Geschäftsmann, hat einen unglaublichen Erfolg, 58%. Erinnert mich ein bisschen an Berlusconi. Nein, nicht ganz. Und ich würde sagen, dass dieses Wahlergebnis in der Slowakei, 60 gegenüber 40, auf einen Präsidentschaftswahlen, das wäre in Amerika oder in Frankreich ein Erdogan-artiger Erfolg eines Präsidenten. In diesen beiden großen Ländern, ein Präsidentenwahl hat immer ein Ergebnis 52 gegen 48. Auch das und ist für mich ein Versuch, ein neues Modell. Also die Leute wollen alle etwas Neues und probieren rundherum mit teilweise Verrückten. Nicht mehr Europa, aber sie wollen deswegen nicht mehr Europa. Je größer die Krise ist, desto größer sind die europakritischen Parteien. Wir werden es jetzt im Mai sehen bei den Europawahlen. Allerdings, dieser Kiska ist nicht anti-Europa. Sie wollen ein besseres Europa. Die Leute wollen ein besseres und gerade die Jugend ist eigentlich die, die auch mehr Europa haben will, sich mehr als europäisch fühlt und weniger als national fühlt. Es ist pro-Europa. Natürlich wollen sie ein anderes und darüber sollten wir vielleicht noch kurz sprechen. Ich glaube, der Weg, wie man aus dieser Midlife-Krise Europas herauskommt, ist eine Vision, wie Europa im Jahr 2050 sein soll. Ich glaube, dass Europa die Möglichkeit hat, das beste sozioökonomische System der Welt zu haben. Wir sind nämlich dem amerikanischen System überlegen, weil wir nicht nur materielle Ziele haben, sondern weil wir auch soziale Grenzen sehen wollen. Also die großen Einkommensdifferenzen sind, wir finden in Europa keine Zustimmung. Und weil wir auch ein Wirtschaftssystem haben, mit einem absolut sinkenden Ressourcenverbrauch. Und das kann Europa am ehesten von allen Ländern. China ist das Modell, also hohe Effizienz, auch auf Kosten Energie und Umwelt. Amerika ist das System, also Wachstum um jeden Preis. Und Europa kann sagen, okay, wir wollen dynamisch sein, also eine stagnierende Wirtschaft ist nicht das, das kostet auch der Jugend sehr viel, aber es soll ein anderes System sein. Es müssen die Arbeitsplätze nicht so sein, wie sie heute sind, Vollzeitarbeitsplätze, die man mit 19 bekommt also und bis 59 behält. Es gibt eine eingebaute Schwierigkeit, nicht eigentlich, wenn Sie die Maßnahmen beschließen, die notwendig sind, gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu gehen und so weiter, verlieren sie auch Unterstützung, wie wir das gesehen haben in Frankreich, bei Hollande und auch in Italien. Aber weil es nicht richtig vermittelt wird, kommt mir immer vor, ich stimme Ihnen 100.000%ig zu, Europa hat eine Vorreiterrolle und das ist jetzt die größte Herausforderung und das wird schwierig sein, das wird jahrelang dauern, aber es muss gelingen. Ich glaube, Europa ist ein super Modell, also wir müssen da durchkommen und was ich eben auch, was Sie wieder richtig gesagt haben, auch in Italien, die Lega Nord punktet jetzt wieder, die war ja am Boden, 1%. Wir regional. Sind jetzt wieder bei 6%, weil sie eben aus dem Euro austreten will. Die glauben ja selbst nicht dran, das ist reiner Populismus. Sie wollen wieder zu Lira zurück, völlig wahnsinnig. Wie wollen die Italiener mit der Lira die großen Erdöl- und Erdgaslieferungen bezahlen, von denen sie total abhängig sind? Das ist alles ein Wahnsinn. Aber jetzt vor den Wahlen auf den Tisch gehauen, um zu punkten. Ich bin einverstanden damit, dass Europa das für uns meist sympathische Modell besitzt, im Vergleich mit Ostasien, im Vergleich mit den Vereinigten Staaten. Die einzige Frage ist, ob dieser für uns so sympathische Modell auch in der globalisierten Welt wettbewerbsfähig sein kann. Und da ist meine Antwort ja. Da ist meine Antwort ja. Und genau das versuchen wir mit diesen 33 Forschergruppen zu machen, zu zeigen, wo ist es erfolgreich, wie geht es, wie muss man das machen, dass das tatsächlich der Fall ist. Also ich glaube, dass eine Riesenchance ist, wenn wir sagen, wir wollen weniger Energie verbrauchen, wir wollen weniger fossile Energie, das ist eine Chance. Wir haben ein Beispiel, wo es funktioniert. Dänemark hat die Wirtschaftsleistung in den letzten 25 Jahren verdoppelt und hat absolut weniger Energie verbraucht. Wenn Sie für Süditalien als Italienerin jammern, dass die Öllieferungen nicht so bezahlt sind. Was braucht Süditalien Öl? Frage ich mich auch, weil natürlich die Politiker von den großen Energiekonzernen Korruptionsgelder genommen haben. Das könnte das Labor sein. Ja, Südeuropa natürlich. Könnte das Labor sein mit sehr, sehr wenig fossiler Energie. Griechenland ist viel weiter vorn als Süditalien, was zum Beispiel alternative Energie, Sonnenenergie betrifft. Ist weiter, aber hat auch noch höhere Ölimporte und Kohleimporte als die anderen Länder. Das sind Interessen, also wir klagen uns, dass unsere Solarpaneele in China her
hergestellt werden. Ja. Das erste wäre doch der Fall, also sie in Südeuropa herzustellen und dort gleichzeitig mit dem einen Nutzer anzubauen, weil man lernt ja dadurch, dass man das nützt. Das ist ja nicht so, wenn man was erfindet und es wird erst besser, wenn man es nützt. Südeuropa könnte das Labor sein für alternative Energien und mit relativ wenig Öl und Energie, Gas. Da fällt mir ein. Ja? Wenn Sie wollen, wenn Sie sagen, dass Europa energieeffizienter anwendet als Asien oder Amerika, damit bin ich vollständig einverstanden. Aber Arbeit muss man auch effizient anwenden. Und zum Beispiel Jobsharing macht Arbeit teurer. Und viele andere Maßnahmen machen Arbeit teurer. Was zum Beispiel der erfolgreiche deutsche Politik von der Regierung Schröder, das hat versucht, den deutschen Arbeitsmarkt flexibler zu machen. Und damit hat sich an außereuropäische Modelle angenähert. Und was in Frankreich so schwer ist, dass die Franzosen wollen es nicht. Ja, wobei Schröder war auch zu einer Zeit, wo die Wirtschaftskrise nicht da war und wo das Wirtschaftswachstum weltweit noch das Ganze ausgesehen. Das war völlig andere Zeit. Aber die Wahlen verloren. Also an sich hat Europa eine positive Leistungsbilanz. Also wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Waren produzieren. Wir sind zu wenig dynamisch und da könnte man einiges tun. Zum Beispiel den Faktor Arbeit billiger machen, aber nicht durch niedrigere Löhne, sondern durch niedrige Steuern auf den Faktor Arbeit und diese dann zum Beispiel auf Energie einzuheben. Oder die Steuerhinterziehung, also die größte ungenützte Steuerquelle ist die Steuerhinterziehung. Würden nicht die Deutschen, die Luxemburger und die Liechtensteiner so stark mithelfen, bräuchte Griechenland kein Paket, wenn alle die Steuerschlupflöcher auch nicht. Die größte ausheben, Quelle, die kostet keine Beschäftigung, die bringt Gerechtigkeit, ist im Rahmen des europäischen... Zurück zur Arbeitslosigkeit. Das heißt, Sie sind optimistisch, dass man konkrete Erfolge in der absehbaren Zukunft, mittelfristig vielleicht, erreichen kann. Sie scheinen ein bisschen skeptischer zu sein. Und nein, aber zumindest es werden halt jetzt neue Ansätze auch versucht in Frankreich. Jetzt weiß man natürlich nicht, greifen Sie, wenn ja, wie schnell greifen Sie. Es müsste aber schnell gehen, um sozusagen auch wieder politische Erfolge erzielen zu können, was bei diesem Thema eigentlich fast unmöglich ist. Aber Hollande setzt jetzt zum Beispiel auf den Pakt der Verantwortung, wie er das nennt. Das heißt also, den Unternehmen werden gewisse Erleichterungen zugestanden und im Gegenzug sollen sie dafür neue Jobs schaffen. Jetzt sehen die Gewerkschaften das als Geschenke an die Unternehmer und die Unternehmer sehen das zwar als gute Maßnahme, aber gleichzeitig als Zwangsjacke, weil sie sich nicht verpflichten wollen, im Gegenzug Jobs zu schaffen. Da wird jetzt gerade noch sehr, sehr heftig diskutiert. Aber es gibt schon Ansätze. Das Problem ist halt auch, in Zeiten dieser Krise, die schon so lang dauert und die so viele Arbeitslose produziert täglich, sind die Menschen ungeduldig. Und schnelle Rezepte gibt es aber nicht. Wie ist das mit den Gewerkschaften? Sie haben erwähnt, in Ungarn oder in Osteuropa spielen die Gewerkschaften eine so wichtige Rolle? In Ungarn keine Rolle. In Ungarn keine Rolle. Die Gewerkschaften sind in den meisten osteuropäischen Ländern ganz schwach. Besonders in Ungarn. Sie spielen hier keine Rolle. Die Arbeiter genießen keinen Schutz durch den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind praktisch verschwunden. In manchen anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Und das ist auch ein Faktor. Warum die Lage so ist. In Italien, ganz kurz, spielen die Gewerkschaften hier? Sie spielen noch eine Rolle, sind natürlich aber in großer Krise und sind jetzt auch in einem großen Konflikt. Denn einerseits ist Renzi ein neuer Messias, der Arbeit verspricht. Auf der anderen Seite haben die Gewerkschaften eben schon aufgedeckt, dass das ein bisschen solche Scheinlösungen sind, weil schwer zu finanzieren. Und im Endeffekt die Lösungen, die eigentlich die Rechte vorgeschlagen hat, hat jetzt Renzi übernommen und das gefällt den Gewerkschaften nicht. Wir werden sehen, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren, wie dann diese neue Führung in Italien Erfolge hat oder das Schicksal von Fico erleiden wird. Ich glaube, wir haben ein sehr kompliziertes Thema von verschiedener Seite beleuchtet. Bin ich Ihnen, Herr Direktor, Herr Professor Eigenger, sehr dankbar, dass ein Ökonom, der nicht zu den Pessimisten, sondern eher zu den gemäßigten Optimisten gehört. Ich danke Ihnen.
Und ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Danke für das Zuschauen.